Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.382 Tage ist es her, dass die erste Runde von dieser Super League-Saison abgepfiffen worden ist. Heute ertönt der Schlusspfiff und damit letztes Mal ganz herzlich willkommen zum Teleclub Kickoff. Ja, die meisten Entscheidungen in dieser Meisterschaft sind schon gefallen. Aber für zwei Mannschaften geht es noch um sehr, sehr viel in dieser 36. und letzten Runde. Nämlich für den FC Thun und für den FC Sion, die im Fernduell noch gegen den Barrageplatz oder anders formuliert um den direkten Ligaerhalt kämpfen. Sion muss auswärts gegen Servette antreten und der FC Thun reist zum FC Zürich. Abpfiff von all diesen Matches ist heute zu oben am 8:30. Über die letzte Entscheidung, die noch ansteht, aber auch über die ganze Saison, die wir erlebt haben, wenn wir reden jetzt hier in den nächsten rund 25 Minuten mit unseren Super League-Experten im Studio, sind das heute Dani Gigax und Gaetano Cialanza. Schön, sind ihr da. Abig. Zuerst aber Ehre, wem Ehre gebührt. Die Berner Young Boys haben sich zum dritten Mal in Folge zum Schweizer Fußballmeister gehört am Freitag mit dem Auswärtssieg gegen den FC Sion. Gaetano, warum ist für dich IB der verdiente Schweizer Meister in dieser Saison? Also ich glaube, sie haben sicher qualitativ das beste Kader. Sie haben ein breites Kader. Und ich glaube, wenn du am Ende eine Mannschaft hast, die 30 Goal schießt, hilft das sicher, den Meisterköbel zu holen. Und ich glaube auch, sicher der Lustenberger war ein wichtiger Transfer gewesen. Die Mannschaft geholfen hat, auch mit seiner Erfahrung. Und es hat gleich gewisse Wechsel gegeben zu dieser neuen Saison. Von dem her muss ich gleich sagen, verdienter Meister. Aber St. Gallen hat es sehr spannend gemacht bis zum Schluss. Mhm. Und sicher auch gratuliere St. Gallen zu dem zweiten Platz in dieser Saison. Aber der Titel geht einmal mehr an die Berner Young Boys. Dani, was hat dich besonders beeindruckt in dieser Saison bei IB? Bei mir beeindruckt, dass einfach auch, eben, man das miterlebt. Es war keine einfache Saison gewesen, mit sehr, sehr vielen Pausen, sehr, sehr vielen Matchen am Schluss innerhalb von wenigen Tagen. Das ist an Substanz gegangen. Aber wie es der Gaetano schon gesagt hat, also mit dem Kader und mit den richtigen Aufstellungen, die Gerardo Seoane immer wieder überzeugt hat, haben sie eigentlich am wenigsten die beste Konstanz gehabt über die ganze Meisterschaft und ist verdient zum dritten Mal hintereinander Meister geworden. Also ein grosser Anteil an diesem Titel sicher auch der Trainer, der Gerardo Seoane, ganz klar. Aber auch ein grosser, wenn nicht sogar der grösste Anteil, der Gaetano hat es schon ein bisschen angesprochen, hat der Stürmer, der Jean-Pierre Nzame. 30 Goal hat er gemacht in dieser Saison. Gleich viel Goal hat es bis jetzt nur einmal gegeben in der Raiffeisen Super League, nämlich vom Seydou Doumbia. Gaetano, du hast es schon ein bisschen angesprochen, eben, hat ein bisschen den Unterschied gemacht. Jetzt, heute hat er sogar noch die Chance, ein 31. Goal zu machen, würde sich definitiv in Geschichtsbücher einschreiben. Von der Super League. Was meinst du, trifft er noch mal nicht? Ja, ich würde es ihm wirklich gönnen, weil er hat eine super Saison hinter sich. Also er hat schon letztes Jahr natürlich sehr viel Goal geschossen, aber dieses Jahr ist er wirklich, hat er sich da wirklich dem ganz wichtigen Spieler angeschossen. Und ich hoffe wirklich, dass er das 31. Goal kann heute oben schiessen kann. Du bist ja selber auch mal noch da gewesen, Torschützenkönig zu werden. Ich glaube, Saison 97, 98 mit dem FC Basel. Platz 2 in der Rangliste. Wer war der Erste? Das war der Fußballer Moldovan. Der Fußballer Moldovan. Korrekt. Stellt sich jetzt eine Frage noch in dieser Saison. IB ist Meister, das wissen wir. Aber wer muss Barras spielen gegen den FC Vaduz aus der Challenge League? Und da wollen wir jetzt erstmal die Tabelle ganz kurz anschauen, um die Ausgangslage zu sehen. Und da sehen wir eben, dass es aktuell der FC Sion wäre, der in die Barrage müsste, der einen Punkt weniger auf dem Konto hat als der FC Thun. Anders formuliert heisst das auch, Dani, wenn der FC Thun heute ein Auswärtsspiel gegen den FC Zürich gewinnt, könnte die Berner Oberländer alles klar machen und sicher nächste Saison wieder mit dabei sein in der Super League. Was spricht für dich dafür, dass genau das passiert? Ich meine, die letzten Ergebnisse stimmt mich positiv und ich finde, das habe ich auch schon in der Vergangenheit gesagt, es ist überaus sympathisch, dass wirklich ein Club, wo eigentlich viele schon abgeschrieben haben, wo eigentlich für sie klar war, dass Thun wird absteigen, sich wieder aufgekämpft hat, dass man Geduld hatte im Verein, dass man am Trainer festgehabt hat, dass man ihn hat Ruhe schaffen und ich finde, schon aus dem Grund hätte es der Club eigentlich verdient, nächstes Jahr wieder in der Super League zu spielen.
Und vor allem eben auch wegen dieser Rückrunde geht auch noch. Der FC Thun ist das drittbeste Team in dieser Rückrunde, nachdem man nach der Vorrunde wirklich abgeschlagen letzte war. Unter anderem auch dank dem Rich Munsi zum Beispiel, der plötzlich ein Goal nach dem anderen geschossen hat. Wie fest hat dich die Rückrunde beeindruckt vom FC Thun? Also sehr, aber man sagt immer wirklich, eben, Thun kennt die Situationen. Sie haben Erfahrung, immer wieder mit solchen Situationen umzugehen. Aber es ist nie einfach wieder, vor allem jetzt auch mit dieser ganzen Situation, mit dem Virus, mit dem Restart, sicher nicht einfach gewesen. Aber ich muss auch sagen, wie der Dani gesagt hat, ich würde es ihnen auch gönnen, wenn sie schaffen, weil sie haben eine super Rückrunde gemacht. Und die Spieler, die wichtig sind, sind genau in diesem Moment in Form gewesen und haben natürlich dem FC Thun noch mal den Schub zu geben, dass sie es jetzt aus der eigenen Hand schaffen können. Aber die Ausgangslage ist hervorragend vor dem Spiel gegen den FC Zürich. Auch wenn man bedenkt, was Zürich zuletzt so durchgemacht hat mit den Corona-Fällen im Team. Die letzten 6 Spiele verloren, Goalverhältnis 2-17. Es scheint wirklich eine machbare Aufgabe zu sein heute für den FC Thun. Ja, die letzten Matches sprechen ganz klar gegen den FC Zürich, aber ich glaube auch die Mannschaft wird sich nochmal in einem besseren Licht dann schlussendlich präsentieren beim letzten Match, weil eben, die haben es auch nicht einfach gehabt, eben haben auch mit der zweiten Mannschaft müssen antreten dann bei gewissen Spielen, aber klar, Thun hat, wie es schon der Geidi gesagt hat, jetzt haben sie in der eigenen Hand, das alles klar zu machen und ich glaube, wenn sie in dieser Phase, wo es wirklich überhaupt nicht gelaufen ist und wo es wirklich ganz, ganz weit unten gewesen sind, noch die Möglichkeit hätten, vor dem letzten Spieltag dann wirklich auch aus eigener Kraft das können schaffen, hätte es glaube ich auch unterschrieben. Mhm. Vor allem eben, wenn man die Situation nach der Vorrunde betrachtet hat, nach 18 Spielen, hat der FC Thun gerade mal 9 Punkte auf dem Konto gehabt, nur 2 von diesen 18 Spielen gewonnen, abgeschlagen auf dem letzten Platz. Aber was wir auch schon gehört haben jetzt hier am Tisch, die Ruhe, die man bewahrt hat und eben auch, dass man am Trainer festgehalten hat, das spricht schon sehr für den FC Thun. Und genau der Trainer, der Marc Schneider, der ist dort irgendwie ruhig geblieben. Wenn die Mannschaft nicht funktioniert, wenn du siehst, auf dem Platz, das funktioniert nicht mehr, und dann wäre ich der Erste, der würde sagen, so geht es nicht mehr weiter, das kann es nicht sein, wir verlieren jedes Spiel 3-0, wir haben keine Chance oder was auch immer, dann müsste ich als Trainer auch sagen, das geht nicht weiter. Wenn ich aber die Spiele sehe, die die Jungs immer wieder abliefern, auch nach Rückschlägen, wo wehtun, wo hart sind, dann sehe ich einfach, die Mannschaft ist absolut intakt und wir haben nicht von dem her ein Problem in der Mannschaft oder im Verein. Und ich bin überzeugt, dass uns das wird auszeichnen, dass wir die Ruhe behalten und dementsprechend uns auch werden belohnen. Ja, wenn wir die Situation jetzt kennen, kann man sagen, der Mann hat recht gehabt, der hat die Situation genau richtig eingeschätzt, Gedi. Aber ganz ehrlich, damals haben wir doch das alle ein bisschen für Durchhalteparolen gehalten, oder? Ja, ist klar, wir von außen sehen natürlich, wir schauen das Resultat an und eben, dass sie wirklich Mühe haben. Aber ich glaube, intern auch der Sportchef Andi Gerber, der spürt das, der ist nicht bei der Mannschaft und der merkt dann, oder sollte merken, kommt der Trainer noch an die Mannschaft an oder nicht. Und ich glaube, bis jetzt war die Entscheidung richtig, dass er weiterhin Trainer ist beim FC Thun bis jetzt. Ich glaube, nur schon wegen dem ist der neutrale Fußballfan in der Schweiz eher so ein bisschen für den FC Thun heute oben und ein bisschen weniger für den FC Sion. Darf man das so sagen? Das kann ich so nicht bestätigen. Aber ich glaube, einfach, wir als Fußballfans finden es einfach super, dass sie jetzt heute Abend, obwohl eigentlich ganz oben und ganz unten die Entscheidung schon gefallen ist, dass gleich noch mal etwas geht. Und dass es dort noch einen Clash gibt bis zum Schluss. Wenn ich in der Frage jetzt gesagt habe, der neutrale Fußballfan in der Schweiz, dann trifft das natürlich nicht auf die Fußballfans im Wallis zu. Ganz klar, dass die natürlich ihren FC Sion nicht in der Barrage sehen wollen. Aber wenn man den Saisonverlauf der Walliser so anschaut, dann muss man Böses ahnen. Man hat damals angefangen mit einer Niederlage und ist dann aufgestiegen bis auf Platz 2. Und wir hören es und sehen es, die Talfahrt hat kaum noch gestoppt. Der FC Sion eigentlich im freien Fall bis jetzt. Wäre es nur die logische Konsequenz, wenn Sion jetzt auch noch in die Barrage müsste? Ja, wenn man es jetzt so anschaut, dann ist es für mich schon die logische Konsequenz. Jetzt haben sie zwar noch eine kleine Chance, da rauszukommen. Aber sie müssen natürlich hoffen, dass einfach der FC Thun verliert oder noch einen Punkt holt. Und Sion muss absolut die 3 Punkte holen in Genf. Mhm. Man hat die Abhängigkeit vom FC Thun, das ist klar. Jetzt, was beim FC Sion auch war in dieser Saison, einmal mehr, muss man schon fast sagen, Schlagzeilen ohne Ende. Also das war einiges mal um den Valent Berami, das Missverständnis Anfang der Saison, das man bald wieder aufgelöst hat. Dann der Stéphane Anchon, der freiwillig seine Posten geräumt hat als Trainer. Die Entlassungen, gerade mehrere waren es während der Corona-Pause.
Ist es der ganz normale Sio-Wahnsinn oder sogar für Sio-Verhältnisse eine straube Saison gewesen? Also ich meine, wenn man die Nachrichten und die Anzeigen im Hintergrund sieht, ja, es ist eigentlich eine normale Sio-Saison gewesen. Aber klar ist auch, dass nachdem wir hier den Unterbruch hatten in der Meisterschaft, Konstantin war eigentlich der einzige Präsident, der sich dagegen gewehrt hat, dass irgendwie weitergespielt wird. Und es wäre eigentlich sozusagen so der Super-GAU, wenn sie jetzt noch in die Barrage kommen würden. Trotz allem bin ich eigentlich überrascht, weil von der Mannschaft her, was sie für ein Kader haben, hört man zwar immer wieder viel, aber für mich ist doch verwunderlich, dass sie dort unten drin sind. Obwohl sie sich am Schluss dann noch gefangen haben und den Trainer gewechselt haben und dann wieder, eigentlich so ein wieder in die Spur gekommen sind. Aber eigentlich dürfte es dort unten nicht drinstecken, aber jetzt, klar, sind sie auf andere Hilfe angewiesen und vorausgesetzt, eben, der Geid hat schon gesagt, 3 Punkte heute Abend in Genf, was nicht einfach wird. Sie haben vor dem Restart den Trainer noch mal gewechselt. Der Paolo Tramezzani ist bereits der 4. der an der Linie steht in dieser Saison beim FC Sion. Das wäre bei jedem anderen Verein auch eine kleinere oder größere Sensation, bei Sion vielleicht nicht unbedingt. Unter ihm haben wir aber doch eine gewisse Konstanz wieder gefunden. Jetzt vor dem Spiel gegen Servet, wie siehst du die Chance für sie, dass sie mal ihren Teil mal erfüllen können in Genf, jetzt mal unabhängig von dem, was Thun macht? Ja, ich glaube eigentlich gut, weil sie haben jetzt die letzten 4 Spiele haben sie 2 Spiele davon gewonnen. Und von dem hast du gesehen, dass das hier wieder aufwärts geht. Dann hat es wieder geschafft, dass das wieder eine Truppe ist. Ich glaube, auch im letzten Spiel gegen Ibe haben sie es auch sehr gut gemacht. Oder? Also Ibe hat eigentlich ein glückliches Goal geschossen gehabt, hier, und haben 1-0 gewonnen. Also von dem her gehen die hier sicher positiv in das Spiel rein. Und der Präsident, also ich weiß selber, wie der Präsident ist, der selber ein Jahr lang gespielt hat, der wird alles dafür machen, dass sie das Spiel gewinnen und ihre Pflicht erfüllen. Und dann müssen sie natürlich hoffen, dass hier Thun auch noch mitspielt. Jetzt vielleicht noch schnell abschließend zu diesem Kampf gegen den Barrageplatz. Egal, ob es jetzt Sion oder Thun wird. Dani, wie viel Angst muss der Superligist in dieser Saison haben vor dem Challenge-Ligist FC Vaduz in der Barrage? Also ich finde, er muss insofern Angst haben, weil Vaduz hat überhaupt nichts zu verlieren. Also ich persönlich habe Vaduz nicht auf dem Radar gehabt, dass sie sich für die Barrage qualifizieren, aber sie haben eine super Saison gespielt. Und ich denke, ich würde dann eher den Vorteil auf Vaduz legen, eben weil sie halt nichts zu verlieren haben und weil sie sich wirklich frei aufspielen können. Und so wie ich den Mario Frick kenne, wird er die Mannschaft super einstellen. Und ich war selber auch mal in dieser Situation, Relegation im Ausland. Es ist immer ein spezielles Gefühl, wenn du als grosser Verein dann zu einem kleineren musst gehen und unbedingt musst gewinnen und der andere darf gewinnen. Also, das ist eine heikle Aufgabe für jede Mannschaft aus der Super League. Eine Aufgabe, die eben entweder der FC Sion oder dann vielleicht doch der FC Thun sich noch stellen muss. Für alle anderen Mannschaften in der Super League ist der Mist eigentlich gefeiert, kann man so sagen. Darum erleben wir uns jetzt hier in dieser Sendung ein bisschen zurückzuschauen auf die vergangene Super League-Saison. Und wenn wir das machen, dann kommen wir eigentlich nicht um Servet herum. Der Aufsteiger hat es direkt auf Platz 4 geschafft und damit in der Europa League Quali. Gaetano, vor der Saison, hättest du das dem Aufsteiger Servet zutraut? Also ich habe schon gedacht, dass sie eigentlich eine gute Saison spielen können, weil sie haben sich wirklich mit 3 interessanten Spielen verstärkt. Und sie haben gut angefangen und haben es eigentlich konstant durchgezogen. Dass sie natürlich gerade jetzt so abschließen und auf einem Europa-League-Platz landen, natürlich schon, muss ich sagen, ein bisschen überraschend, wenn man sieht, wo die anderen Mannschaften sind, FC Zürich, auch Sion, wie der Dani gesagt hat, sie sollten nicht dort unten sein, Luzern. Von dem her muss ich sagen, am Schluss schon überraschend, aber auch verdient. Weil sie haben wirklich eine sehr gute und konstante Saison gespielt. Und es ist wirklich eine Truppe, wo jeder für jeden geht. Und sie haben wirklich von Anfang der Saison an eigentlich nie wirklich etwas mit dem Abstiegsplatz oder mit dem Barrageplatz zu tun gehabt, so gefühlsmässig zumindest. Und dass sie wirklich ein richtig guter Aufsteiger sind, das sieht man auch, wenn man sie vergleicht mit den anderen Aufsteigern aus den letzten paar Jahren in der Super League. Da sieht man, dass nur gerade der FC St. Gallen in der Saison 12-13 noch mehr Punkte geholt hat als jetzt eben Servet in dieser Saison. Dani, was hat für dich Servet zu mehr als einem, ja, in Anführungszeichen, normalen Aufsteiger gemacht?
Also ich meine, es war kein Geheimnis, dass der Aufsteiger meistens in der ersten Saison immer recht erfrischend aufspielt und so ein mit der ganzen Euphorie vom Aufstieg dann auch auftrumpfen tut. Ich habe sie aber schon recht früh unter Malenka Eiger als sehr intelligente und auch sehr spielstarke Mannschaft wahrgenommen. Und ich muss sagen, jetzt eben, wie du jetzt auch vorher gesagt hast, in dieser Saison haben sie eigentlich immer in der oberen Hälfte mitgespielt und haben auch Mannschaften dominiert, die man eigentlich nicht davon gedacht hat. Und halt einfach mit der ganzen Art, wie sie auftreten sind gegen Aussen, auch trotz dem Unterbruch, sie haben ihres Dings durchgespielt und haben für mich eigentlich dann, jetzt dann eigentlich recht schnell ausgesehen, wie wenn sie dann um die europäischen Plätze können mitspielen, weil sie halt einfach extrem konstant sind und natürlich über eine sehr, sehr interessante Mannschaft verfügt haben. Jetzt darf man natürlich gespannt sein, ob Servet das dann nächste Saison auch bestätigen kann. Man sagt ja gern, die zweite Saison nach dem Aufstieg ist eigentlich die schwierigste. Jetzt kann man sagen, die Saison von Servet war definitiv eine positive Überraschung für viele. Das Gleiche zu sagen im Zusammenhang mit dem FC St. Gallen wäre eigentlich fast schon eine Untertreibung. Dass wir Zweiter werden in dieser Saison ist eine riesige Sache. Das ist eigentlich sensationell. Das hat man wahrscheinlich am Anfang von dieser Meisterschaft, wo eine mit sehr vielen Hürden war, nicht gedacht. Ja, ziemlich überraschend. Für mich zumindest. Ich weiss nicht, für dich, Gaetano, hat St. Gallen bis zwei Runden vor Schluss können mitspielen um den Titel. Was hat dich in dieser ganzen Euphorie, die entstanden ist, rund um den Club in der Ostschweiz am meisten begeistert? Ja, eigentlich die Euphorie, die Peter Zeidler hier gebracht hat, wenn er auch spielt, oder? Mit dieser Dynamik, auch immer Pressing spielen und auch die junge, ist eigentlich eine junge Mannschaft, wenn man es anschaut, dass die sich wirklich gefunden haben. Und ich glaube, die ganze Mannschaft und der ganze Staff und auch die Etage oben mit dem Präsidenten und dem Sportchef haben wirklich bis am Schluss daran geglaubt. Mhm. Und ich glaube, eben schade, dass sie jetzt hier die letzten drei Spiele da jetzt ein bisschen, haben nicht können bis am Schluss das durchziehen. Und Ibe hat das jetzt einfach gemacht, die letzten drei Spiele. Einfach ihre Spiele gewonnen. Und es ist wirklich schade, aber ich glaube, am Schluss stimmt so die Tabelle, wie sie ist. Aber man darf schon sagen, der FC St. Gallen hat mit seinen Auftritten begeistert in dieser Saison. Und Dani, was mir wirklich geblieben ist, ich war dort im Stadion, zum zweiten Spiel der Rückrunde, Basel gegen St. Gallen. Führt Basel zur Pause 1-0, schon leicht glücklich. Und dann spielt St. Gallen eine zweite Halbzeit, wo sie Basel wirklich noch Strich und Faden auseinandernehmen, im eigenen Stadion notabene. An die Tabellenspitze stürmen nach dem Spiel. Das war für mich so der Moment, wo ich dachte, okay, die können glaube ich, wirklich sogar Meister werden in dieser Saison. Ja, also es ist für mich nicht nur mit dem Spiel, habe ich den Eindruck gehabt, sondern sie haben auch in vielen anderen Spielen haben sie wirklich den Grossen dann wirklich auch Parole bietet und haben wirklich ein Auftreten gehabt, wie man es hätte können annehmen von einem zukünftigen Meister. Also Peter Zeidler wirklich natürlich auch mit der ganzen Verantwortlichkeit aus dieser Mannschaft etwas rauszaubert, wo viele nicht für möglich gehalten haben. Und eben auch immer wieder die Powerphasen am Anfang des Spiels und wie du auch gesagt hast, anfangs von der zweiten Halbzeit, wenn sie einmal gekommen sind. Das hat Spass gemacht, denen wirklich zuzuschauen. Und dass es halt nicht bis ganz am Schluss gelangt hat, war ja, natürlich schade gewesen, aber schlussendlich denke ich, mit dem zweiten Platz ist die ganze Ostschweiz eigentlich zufrieden. Das hat man auch gespürt, wenn man am Freitag im Stadion war, wo ja noch eine Gala stattgefunden hat, das 6-0 gegen den Absteiger. Xamax hat am Schluss nichts mehr genützt, weil IB eben gleichzeitig gewonnen hat und sie und den Meistertitel gefixt hat. Und trotzdem haben die alle gefeiert, die Fans dort. Die haben die Spieler gefeiert, die haben den Trainer gefeiert, die haben den Sportchef gefeiert, die haben den Präsidenten gefeiert, als wären sie gerade selber Meister geworden. Wer von all denen, hast du das Gefühl, hat den grössten Anteil an dem Erfolg des FC St. Gallen in dieser Saison? Also ich glaube, es ist wirklich haben alle einen ganz wichtigen Anteil. Wie vom Präsident, halt, wenn er ist, der Hippie, oder, der immer da ist, präsent und so, mit dem Alain Sutter, dann der Trainer. Ich glaube, der Trainer hat sicher verstanden, wie auch die Mannschaft oder das führen kann, einfach, dass sie bis am Schluss da, daran glauben. Und einfach die Spielart vom Trainer. Oder? Mhm. Und er hat verstanden, auch, wie wichtig es ist, eine Truppe zu sein, eine Mannschaft. Und wenn du das schaffst, dann kannst du so eine Saison kannst du so eine Saison spielen, wie jetzt, das der FC St. Gallen gemacht hat. Aber ich glaube, es ist wirklich vom ganzen Verein, der Verdienst vom ganzen Verein, wie da die richtigen Entscheidungen und Spielweise und alles. Und in der Ostschweiz sind sie wirklich glücklich über den zweiten Platz und nicht enttäuscht, dass sie nicht Meister geworden sind. Also der FC St. Gallen sicher mehr als zufrieden mit dem Vizemeistertitel in diesem Jahr. Unter den Erwartungen geblieben ist in dieser Saison der FC Basel. Es kommt ganz zögerlich, aber eigentlich ist es klar, der FC Basel.
kann man wirklich nicht anders sagen. Und wenn man als FC Basel zum dritten Mal nacheinander IB muss zum Meistertitel gratulieren, als vorheriger Serienmeister, das muss unglaublich weh machen. Das macht unglaublich weh, ja. Und ich finde auch, eben, dann hast du irgendwie so die zwei Phasen gehabt in dem ganzen Jahr. Du hast natürlich die europäische Seite gehabt, wo die Schweiz wieder mal hervorragend repräsentiert haben. Und auf der anderen Seite musst du dich so früh verabschieden in einem Rennen, wo du eigentlich gerne bis zum Schluss dabei gewesen wärst. Also das tut sicher weh, dort reitet hin. Wenn man sich aber jetzt ein bisschen zurückerinnert, was es alles so für Schlagzeilen gegeben hat rund um den FC Basel, dann ist es auch nicht wirklich verwunderlich, dass der sportliche Erfolg zumindest in der Liga ausgeblieben ist in dieser Saison. Sei das der Lohnstreit mit den Spielern während der Corona-Pause, der Machtkampf, den es jetzt geben soll zwischen dem Präsident Burger und dem Miteigentümer David Degen, oder auch die Fans, die sich auflehnen gegen die Führung des Vereins. Was ist für dich so die grösste Baustelle, die man am ersten Mal den Hebel ansetzen müsste beim FC Basel? Ja, ich glaube, sie sollten einfach wieder ein bisschen Ruhe reinbekommen, eine klare Linie wieder. Und ich glaube, einfach eben, klar kommunizieren und vielleicht auch wissen, jetzt in der Situation, in der sie sind, probieren sie, um den Meistertitel zu spielen. Aber es ist nicht wie die letzten. Also wie die letzten paar Jahre gsi, wo du musst wirklich sagen, oh, das ist eine klare Sache, oder? Mhm. Muss auch wissen, wo sie jetzt hingehören. Und das muss man halt auch nach außen mitteilen und sagen, okay, wir probieren es, aber vielleicht sind wir jetzt eher noch nicht so weit jetzt wie IB, oder? Wir brauchen noch Zeit, aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich wieder Ruhe in den Verein hineinzubekommen und dann vorzuschauen und auf die neue Saison wirklich das, was vielleicht nicht gut gegangen ist, jetzt das probieren auf die neue Saison umzusetzen. Mhm. Jetzt, Dani, hast du es schon angesprochen. Man ist national in der Meisterschaft zwar wirklich unter den Erwartungen geblieben, hat aber den Einzug in Europa League Achtelfinale geschafft, mit guten Karten sogar nach dem 3-0 auswärts gegen Frankfurt sogar noch ins Viertelfinale zu kommen. Man steht auch im Cup-Halbfinale. Und jetzt sage ich, einen grossen Anteil daran hat der Jonas Omlin. Als Goalie ist er in all dieser Zeit, wo die Mannschaft geschwankt hat, mal gut gespielt hat, mal gar nicht gut gespielt hat, stets überragend gewesen. Ich finde auch, er hat eine fantastische Saison gespielt und ich meine, man darf nicht vergessen, er ist von Luzern auf Basel gekommen und ist dann eigentlich recht schnell dort zum Zug gekommen und hat eigentlich mit ein paar ganz, ganz wenigen Ausnahmen hat er sich sofort eingefunden, ist dort zu dem sicheren Rückhalt geworden, wo eigentlich sich eine Mannschaft wünscht und ja, jetzt mit der guten Saison am Rücken weiß ich nicht, ob der FC Basel ihn noch abhalten kann, aber der Weg, den er beschritten hat und dann auch ins Kader von der Nationalmannschaft gekommen ist, also spricht wirklich für ihn. Und auch, wenn man ihn auch hört, auch in den Interviews und wie er gegen aussen so ist, aussen sympathisch. Gedana, du kannst das ein bisschen einschätzen, den Dani jetzt angesprochen. Der weckt jetzt natürlich Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Du als Spieler bei Rot, was kommen da für Angebote von Jonas Omlin zu? Oder wo können sie ihn anziehen? Was denkst du? Ja, sicher das Ziel ist, dass er mal den nächsten Schritt machen kann. Ich glaube, das ist für jeden Schweizer Fußballer, der mal zwei, drei Jahre in einem Verein wie Basel, IB oder bei den Top-Vereinen also in der Schweiz mal spielt, dass er den nächsten Schritt macht. Aber man muss einfach sehen, durch den ganzen Virus, Covid-19, muss man einfach jetzt ein bisschen schauen, wie sich das ganze Karussell dreht. Vor allem bei den Goalie ist es nicht einfach, es ist ein schwieriger Posten. Muss immer auch ein Verein sein irgendwo. Das ist so. Also es wird sich drehen, aber im Moment ist alles noch sehr ruhig. Viele Spekulationen, es wird viel geredet. Das Problem ist natürlich einfach die ganze finanzielle Situation bei den Vereinen. Sie wissen noch nicht, was laufen wird. Und vor allem, wenn man jetzt so eine Meldung bekommt, wie glaube letzte Woche war, dass auf einmal noch 1'000 Zuschauer im Stadion schauen, dann wird es ein Problem für jeden Verein. Potenziell überall. Bis nächstes Frühling sogar. Also dann wird es wirklich auch im Ausland, in Frankreich habe ich gehört, darfst du noch bis 5'000 Zuschauer haben im Moment. In Deutschland ist noch nicht entschieden worden, glaube ich, oder wie die ganze Situation ist. Es sind auf jeden Fall keine schönen Aussichten für die Vereine in ganz Europa. Und ich muss die leider abklemmen, weil wir sind ein bisschen am Schluss schon fast von der Sendung. Aber nur fast, weil nachdem wir jetzt ein bisschen in eine düstere Zukunft geblickt haben, wenn wir uns jetzt noch mal etwas Schönes anschauen zum Schluss, wenn nicht das Schönste, nämlich das schönste Goal von der bisherigen Saison. Zumindest behaupten wir, dass es das war. Und ihr zwei dürft mir jetzt sagen, ob ihr das auch findet. Miguel Gastermann für den FC Thun gegen Xamax Anfang November. Übt man wahrscheinlich oft im Training und klappt nie so. Und wenn es dann so in einem Live-Spiel klappt, ich denke auch in jeder anderen Liga, wäre das Tor des Jahres gewesen, würde ich sagen. Also ich glaube auch, ja, die Koordination und wenn er den Ball so stehend abnimmt, muss ich sagen, Weltklasse.
Also, der Titel geht auf jeden Fall schon mal an FC Thun, wenn wir dann schauen, ob sie es auch schaffen, sich in der Liga zu halten. Ich danke euch zwei ganz herzlich für den Einsatz. Nicht nur heute oben, sondern in der ganzen Saison. Merci auch. Hat immer Spass gemacht. Und Ihnen daheim danke natürlich fürs Interesse. Wir freuen uns jetzt alle zusammen noch auf die letzte Runde von der Raiffeisen Super League. Sie sehen hier nochmal die Match eingeblendet, die sind heute zu oben. Und schon ab der Viertel vor acht empfangen Sie dann der Gianni Vilo zusammen mit dem Marcel Reif und dem Rolf Fringer aus dem Studio. Ich wünsche ganz viel Vergnügen hier dabei und einen ganz schönen Abend. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.